Hey, mein Name ist Tom und das ist TomTour. Heute geht es um 5 Dinge, die ihr euch überlegen solltet, bevor ihr euch eine Actioncam holt. Das und mehr nach dem Intro. Naja, ich persönlich besitze 2 Actioncams. Das ist einmal die GoPro und einmal die Qmux. In Zukunft auch noch die Hero 5 mit der Karma, aber dazu kommt ein extra Video. Ich habe übrigens einen Link unten in die erste Beschreibung gepackt, wo ihr in Zukunft solche Technikvideos vielleicht auch sehen könnt. Also klickt mal ganz unten in die Beschreibung und das Video kann man sagen. Naja, heute soll es ja um das gehen, warum ihr überlegen müsst, was für euch die richtige Actioncam ist, beziehungsweise was ihr euch vor dem Kauf einer Actioncam überlegen müsst. Punkt 1. Überlegt, wo und wie oft ihr diese GoPros einsetzen wollt. Wenn euch nur eine GoPro kauft und ihr sagt, ihr fahrt damit Ski oder fahrt damit Motorrad und nehmt sie einmal im Monat, einmal im Jahr, dann braucht ihr keine 10.000 Euro Kamera, beziehungsweise keine 500 Euro GoPro Kamera kaufen oder jetzt 439 die Hero 5, glaube ich, wenn mich da nicht ganz täuscht. Ich blende das auf jeden Fall ein, was sie gekostet hat. Link dazu übrigens in der Beschreibung. Oder eine billige um 100 Euro oder nicht einmal 100 Euro, eine Qmux HD. Kann die überhaupt HD? Und gerade wenn ihr noch nie eine Actioncam besessen habt, empfehle ich euch echt, billige Actioncams zu kaufen. Es gibt viele billige. Bei den GoPros hingegen würde ich euch empfehlen, so wie es ich auch gemacht habe, weil das ist schon meine zweite GoPro. Ich habe eine in der Mitte gespalten. Ich frag nicht, wie ich das anstellt habe. Auf jeden Fall, die gibt's gebraucht, jetzt irrsinnig günstig. Ich habe sie auf willhaben.at für 200 Euro schon gesehen, mit Equipment und Akkus und Zeug. Und dachte ich mir so, echt, wenn ich sie gebraucht kaufe, kann ich diese Qualität haben um den Preis fast. Also, überlegt euch auch, wo ihr kauft. Hat's wer mitbekommen gerade? Das war mein Zwillingsbruder. Ich war das nicht. Ein eiriger Zwilling und so. Doppelgänger. Nein, ich war das nicht. Der nächste Tipp betrifft eigentlich nur GoPro. GoPro im Sinne von Hero 4 versus Hero 5 oder versus Hero 3. Warum das? Denn ihr solltet euch auch überlegen, gerade als Motorradfahrer, wie wir alle hier auf diesem Kanal fast sind, vielleicht doch euch für ein Gehäuse zu entscheiden, denn wenn das um die Erde fliegt, was oft passiert, wenn man einen billigen Saugnapf verwendet, so wie ich, dann braucht ihr ein Gehäuse. Weil wenn die GoPro Hero 5 mal auf die Linse fällt und dann Sprung dran ist, dann ist die Kamera kaputt. Bei der GoPro Hero 4 habe ich das Glück, dass ich einen Rahmen rundherum habe, der nicht unstabil ist und wenn die da drauf knallt, passiert der nichts. Sie verkratzt nicht, ich kann die Hülle tauschen auch. Das kann ich bei der GoPro nicht. Also überlegt euch mal, setzt ihr sie ein, wenn ihr im Wasser seid, beim Tauchen oder so, dann holt euch eine Hero 5. Richtig nice das Teil. Wenn ihr beim Motovloggen seid oder Motorradfahrer und viele verschiedene Kameraperspektiven ausprobiert, überlegt mal, was sinnvoll ist. Macht es eine GoPro sinnvoll, die ein Gehäuse hat, wo ich im Notfall, wenn es kaputt ist, tauschen kann? Oder reicht eine Hero 5, wo ich nichts tauschen muss? Am Helm zum Beispiel würde ich mir jetzt auch eine Hero 5 hin tun. Aber zum Beispiel am Motorrad selbst, mit den billigen Klebepads, die es da bei Amazon gibt, ist immer ein bisschen kritisch, dass das ganze Zeug dir um die Ohren fliegt und ist auch schon oft genug mir passiert. Ja. Mein Tipp Nummer 3 ist der. Überlegt, wo ihr die GoPro einsetzen möchtet. Auf einer Tragfläche von einer Boeing, Passagiermaschine oder auf einem Strandbuggy oder auf einem Motorrad oder beim Tauchen. Welche kleinen Gimmicks braucht ihr dafür? Braucht ihr einen Saugnapf dafür? Braucht ihr einen Brustblick dazu? Braucht ihr eine Helmmaske dafür? Was braucht ihr dafür? Und überlegt euch das, denn auf Amazon gibt es ganz viele Sachen und es gibt auch so komische Sets von GoPro, nicht von GoPro, sondern von einem anderen Anbieter. Und ich persönlich sehe so, das ist aus einem billigen Set gekauft und das haltet nicht ordentlich. Investiert vielleicht ein paar Euro mehr in einen ordentlichen Saugnapf, wenn ihr den immer verwenden wollt. Tipp Nummer 4 ist ein organisatorischer Tipp, denn GoPro hat ein ziemliches Chaos. Dadurch, dass es so viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten gibt bei GoPro, hast du wirklich viele Adapter. Ich habe einen Brustrig, einen Schulterrig, was, also ich habe ganz viele verschiedene Dinge, wo man die GoPro draufschneiden kann. Und das Problem ist der Transport. Ich habe eine Selfie-Stange zum Beispiel auch und überlegt euch mal, wie könnt ihr das Ganze transportieren. Im Rucksack ist immer doof. Baut euch vielleicht eine Organisation zu Hause. Ich habe das auch schon angefangen, so ein bisschen zu sortieren. Und umso sortierter ihr seid, umso schneller seid ihr beim Einsetzen bzw. beim Planen eures Drehs. Weil ich finde, mit GoPro sollte genauso rangegangen werden, wie wenn du mit der großen Kamera nach draußen gehst. Du solltest planen, aber dazu im nächsten Tipp. Naja, auf jeden Fall, Ordnung ist das halbe Leben. Ich bin zwar nicht der Meinung so oft, aber in dem Fall leider schon.
Denn wenn du nicht planst, wo du deine GoPro einsetzt, dann hast du immer ein Problem. Und wirst immer den falschen Rig dabei haben. Jedes Mal wieder. Tipp Nummer 5 ist ja, überlegt euch, was wollt ihr filmen mit der GoPro? Wollt ihr draußen filmen? Wollt ihr herinnen filmen? Ohne Plan mit der GoPro rausgehen und filmen ist scheiße, denn ihr guckt euch keine 5 Stunden Material an, wo ihr mit den Skis die ganze Zeit herumfahrt. Nein, überlegt euch, was ist cool mit der Actioncam zu filmen? Zuerst überlegen, dann filmen. Dann werden die Videos auch interessant und niemand guckt sich 50, 30, 40 Minuten lang einfach ein Actioncam-Video an. Ihr müsst euch die Perspektive bestimmen. Und da gibt es ganz viele coole Tricks, die ich aber euch im nächsten Video zeigen möchte. Abschließend kann ich noch das sagen. Es macht nicht die Qualität des Bildes aus. Es macht auch nicht das aus, dass es wie ein dammliger Haufen Scheiße aussieht. Nein, es macht das aus, was ihr mit dem Video aussagen möchtet. Eine Aussage im Video ist das Wichtigste, was du haben kannst. Ohne Stil und ohne Aussage wirst du niemals einen Film machen, den sich andere Leute gerne angucken. Und um das geht es eigentlich, wenn wir mit der Kamera nach draußen gehen. Wir wollen es anderen Leuten zeigen können und sie auch in gewisser Weise teilhaben lassen. Natürlich macht es für uns auch Spaß zu filmen, doch das solltet ihr niemals außer Augen lassen. Überlegt immer gut, was du filmst. Naja, mein Name ist Tom, das war TomTour und vergesst nicht, den untersten Link in der Beschreibung abzuchecken, denn da habe ich ein kleines Special versteckt, aber auf einem anderen Kanal, denn dort gibt es ganz coole Dinge. Na, haut rein und pfiat euch.